Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zur Meditation mit Klangschallen. Ich lade euch ein, selbst ganz da zu sein, in Gegenwart Gottes. Er führt uns zur Ruhe. Ich wünsche euch Ruhe und inneren Frieden mit der heutigen Meditation. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir sitzen aufrecht, ruhig, bewusst und offen für alles, was geschieht. Wir schließen unsere Augen. Eine Klangschale klingt. Wir hören zu. Worin glaubt ihr? Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschale oder beim Zuhören? Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein, und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren.
Heinz Pangeld spricht. Jeder Tag eine neue Chance. Du musst heute leben. Wenn du wirklich leben willst, die Zeit geht schnell vorbei und das Leben ist kurz. Du hast den Tag schon verloren, wenn du heute nicht leben willst. Darum denke nicht mit Angst an die Sorgen von morgen. Lass heute Licht in deinem Geist und erfreue dich an kleinen Dingen. Das ganze Elend von gestern lass dort liegen, wo es geschah. Freu dich auf das Heute und lebe. Morgen ist ein neuer Tag wie heute. Jeder Morgen ist ein neuer Anfang. Jeder Tag birgt eine neue Chance. Du bist zu vielem fähig. Drum nutze den Tag. Nutze das heute. Einatmen. Gott, du in mir. Ausatmen. Und ich in dir. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir leben in Gottes Gegenwart. Wir legen alles in Gottes Hände. Du in mir und ich in dir. Du in mir und ich in dir.
Lebe, lache, liebe, Gottes Segen und bleibt gesund.